Eine gute Freundin von mir hat mich in dem letzten oder vorletzten Video, eins von beiden, das, worum es ums Bilderdrucken ging, da hat sie mich darauf aufmerksam gemacht, wie oft ich cool gesagt habe. Unglaublich, ich glaube bestimmt 5-6 Mal. Sie hat sich auf jeden Fall tierisch drüber amüsiert und ein bisschen kaputt gelacht. Ja, genau mein Humor, finde ich gut, gefällt mir. In dem heutigen Video geht es darum, wie ihr vielleicht mit Premiere noch etwas effektiver einfach arbeitet, beziehungsweise wie ihr euren Workflow in Premiere Pro einfach nochmal ein bisschen optimiert und verbessert. Für jeden, der viel am Video schneiden ist, habe ich auch nochmal den einen oder anderen Tipp vielleicht, wie er sich einfach ein bisschen organisiert. Mein Problem zum Beispiel ist, wenn ich für Jasmins Instagram-Seite ein Reel aufnehme, habe ich da wieder ein anderes Format, eine andere Formatgröße, wo als in den YouTube-Videos hier zum Beispiel, viele Videos werden dann hochkant, beziehungsweise im Vertikalmodus gefilmt, andere dann wieder im Horizontalmodus. Ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Heutzutage, 2021, hat man es nicht mehr ganz so leicht und man hat ziemlich viele verschiedene Arten und Weisen von Videoclips, die man sich ordentlich zusammenpacken möchte. Und da habe ich im Laufe des Videos vielleicht den einen oder anderen Tipp nochmal für euch, wie ihr einfach eure verschiedenen Videoclips, die ihr so habt, schön organisieren könnt, so dass ihr immer das Produkt findet, beziehungsweise den Clip und die Szene findet, die ihr gerne für euer Video nutzen möchtet. Außerdem habe ich halt, wie gesagt, nochmal in Premiere selber den einen oder anderen Tipp, wie ihr zum Beispiel ein bisschen schneller schneiden könnt oder wie ihr die Audioqualität einfach im Großen und Ganzen, beziehungsweise eure Audiospur im Großen und Ganzen etwas effektiver bearbeitet, als ihr es vielleicht bis jetzt gemacht haben. Und ich würde sagen, ich rede nicht mehr lang drum herum und wir fangen jetzt einfach mal an. Okay, der erste Tipp ist weniger ein Workflow-Tipp, ist mehr ein Tipp, wie ihr eure Bildqualität nochmal ein bisschen optimiert, und zwar für Smartphones. Heutzutage wird der meiste Content über Smartphone konsumiert. Ihr guckt jetzt wahrscheinlich dieses Video auch über Smartphone. Und der Unterschied ist einfach, dass wir die Aspect Ratio, also den Bildausschnitt, vom 16:9 Format ins 2:1 Format ändern. Ich mache das hier mit meinen Videos generell, also ich filme in 4K und wandle dann den Bildausschnitt dementsprechend um von 1340x2150 oder so, ich glaube das ist 4K, in die Auflösung, die ich euch jetzt zeigen werde. Wie ihr das macht, ist ganz einfach, ihr geht in Premiere auf, oder macht ihr hier ins Projekt einen Rechtsklick, dann neues Objekt, erstellt euch eine neue Sequenz und geht dann unter den Einstellungen und tippt da, wenn ihr auch in 4K filmt, einfach oben 3840x1920 ein. Das speichern wir uns einmal als Vorgabe, geben wir ein 4K Vorgabe, YouTube, zeigt das uns hier an, ich habe das schon einmal abgespeichert, drückt OK und schon habt ihr hier eine neue Sequenz im 2:1 Format. Was ihr jetzt machen könnt oder was jetzt passiert, wenn ihr einen Clip reinzieht, ist natürlich, dass oben und unten von dem Clip etwas Videomaterial weggeschnitten ist. Aber ich finde, darüber kann man hinwegsehen, wenn man dafür einfach das breitere Bild auf dem Smartphone hat, was ein bisschen angenehmer ist zu gucken. Der zweite Tipp ist ein Tipp, was die Organisation angeht. Das ist für viele ein Thema, was sie so gar nicht beachten. Da wird meistens die SD-Karte in den Computer reingesteckt und dann werden einfach alle Clips, die man über den Tag aufgenommen hat, irgendwo in einen Ordner reingeschoben und gut ist. Davon rate ich jedem von euch mittlerweile ab. Ich rate jedem von euch dazu, eine sogenannte Ordnersortierung anzulegen. Die sieht bei mir wie folgt aus. Ich habe hier einen Ordner, wo die Ordnersortierung immer drin ist. Die kann ich mir dann in die jeweiligen Projekte, die ich habe, einfach reinkopieren und dort dann mein A-Roll, B-Roll, meine Audios, meine Musik und so weiter reinkopieren. Wie gesagt, ich habe immer einmal die A-Roll, das ist jetzt quasi das, was ich hier spreche, was ihr jetzt hier gerade seht. Dazu die Audioqualität, weil ich über ein externes Mikrofon aufnehme, beziehungsweise meine Audiospur, die ich über ein externes Mikrofon aufnehme und dann in der Post-Production erst synchronisiere. Und darunter halt B-Roll, um das ganze Video ein bisschen cinematischer aussehen zu lassen, beziehungsweise einfach ein bisschen besser aussehen zu lassen. Falls ich fürs B-Roll auch noch irgendwie Audio aufgenommen habe, auch dafür nochmal einen Ordner, Bilder, Bildschirmrack, also wenn ich hier meinen Bildschirm abfilme, so wie ihr es jetzt gerade seht, kommt das hier rein. Effekte für Audio, Musik, dann einen Save-Ordner, wo ich immer sämtliche Projekte direkt reinspeichere. Das heißt, wenn ich zum Beispiel das Projekt hier Bilder drucken habe, dann seht ihr hier auch, dass in dem Save-Ordner alles zu dem Projekt drin abgespeichert wird und sogar das fertige Video in den Save-Ordner exportiert wird. Okay, Tipp Nummer 3 handelt sich darum, wie ihr ein bisschen effektiver schneiden könnt eventuell. Ist eine ganz einfache Sache, aber ich wusste es lange Zeit auch nicht. Ich habe das auch in irgendeinem anderen Video gesehen. Ich finde nur nicht mehr, oder ich weiß nur nicht mehr welches. Fand es sehr effektiv, beziehungsweise es ist sehr effektiv, wenn ihr zum Beispiel früher am Vloggen seid und euch verhaspelt, so wie ich das hier auch ab und zu mal mache, könnt ihr so viel schneller schneiden. Oder wenn ihr zum Beispiel etwas gefilmt habt und dann eine Rucklampe drin habt und ihr diese Sequenz oder diesen Abschnitt, wo das Bild verruckelt ist, einfach ausschneiden wollt, geht das so viel einfacher. Und zwar sagen wir jetzt mal, hier ist ein
Verwackler drin, beziehungsweise einen Ruckler drin. Dann drücke ich einfach hier C, bevor der Wackler passiert, und gehe dann zu der Stelle hin, ab dem mir das Video wieder gefällt, und drücke dann einfach nur Q. Und was hier jetzt, oder was jetzt passiert ist natürlich, dass dieser Ausschnitt, der hier einfach verwackelt bzw. unruhig ist, wird dann direkt ausgelöscht bzw. entfernt, und das Video wird direkt an die Stelle, wo der Cut entstanden ist, wieder angefügt. Also eine sehr viel einfachere Variante, um schneller zu schneiden. Okay, was mich früher mal sehr stark genervt hat, ist, wenn ich auf den Beat schneiden wollte von einem Lied, beziehungsweise genau auf die Snare oder die Drums, und das nicht konnte, weil die Snare genau zwischen zwei Frames lag. Also mein Cursor ist immer von einem Frame zum nächsten hin und her gesprungen, und ich konnte nicht genau dort schneiden, wo die Snare sitzt. Und wie man das ändert, beziehungsweise wie ihr genau auf eure Audiospur schneiden könnt, zeige ich euch jetzt einmal. Und dafür macht ihr hier oben über der Zeitspur macht ihr einfach einen Rechtsklick und dann auf Audio Zeiteinheit anzeigen. Und das ermöglicht euch, dass ihr zum Beispiel genau auf diesen Beat hier schneiden könnt, beziehungsweise auf diese Drum oder was auch immer da anfängt. Und hier könnt ihr dann genau euren Cut setzen. Mega effektiv, mega cool, wenn man sehr viel mit Musikvideos zum Beispiel zu tun hat und auf Musikvideos schneiden möchte. Meine Audiospur hört sich normalerweise so an, was ich dann natürlich immer noch mache. Ich habe darüber auch schon ein ganzes Video gemacht, was ich euch hier verlinke, glaube ich. Habe darüber schon ein ganzes Video gemacht, wie ich meine Audiospur nochmal im Nachhinein bearbeite. Trotzdem will ich es hier noch einmal kurz zeigen, weil es wirklich um einiges effektiver ist, als wenn ihr jeden Audioclip, den ihr aufgenommen habt, einzeln anfasst. Und zwar macht ihr dafür Folgendes. Und zwar geht ihr hier oben einmal auf den Audiospurmischer, klickt dann hier diesen kleinen weißen Pfeil, und dann könnt ihr hier anfangen, zum Beispiel einen Heilunterdrücker oder einen DSer, der die S-Laute im Namen einfach ein bisschen rausnimmt, zu aktivieren. Und was ich jetzt, oder was dann passiert, ist einfach relativ cool. Ich mache jetzt nochmal einen Hard Limiter rein. Und wenn ich diese beiden Effekte jetzt anwende, wende ich sie gleich auf die komplette Audiospur Nummer 1 an, was viel effektiver bzw. viel einfacher ist, denn bei mir in meinen Projekten ist zum Beispiel immer so, die Audiospur 1 ist meine Sprache, was ich spreche oder euch erzähle, und in der Audiospur 2 ist zum Beispiel dann Musik, Audiospur 3 nochmal Audioeffekte für einen Übergang oder sonstiges. Und wenn ich jetzt hier in diesem Audio-File rumarbeite, wird alle Effekte, die ich hier anwende und ausprobiere, auf die komplette Audiospur 1 übertragen. Das heißt, meine Stimme wird zum Beispiel in allen Clips, die in der Audiospur 1 setzen, viel, viel dumpfer oder ein bisschen basslastiger. Ja, das war der ein oder andere Tipp für euch, wie man in Premiere vielleicht noch ein bisschen effektiver arbeiten will. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wie immer. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, abonniert ihn unbedingt, wenn ihr nichts mehr in Richtung Video und Fotografie verpassen wollt. Und jetzt sage ich bis nächsten Sonntag um 18 Uhr, da gibt es ein neues Video. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Mittwoch kommt ein neues Short-Video von mir raus. Guckt gerne mal vorbei oder guckt einfach rein. Vielleicht seht ihr mir ja auch bei den Shorts. Teilt in euren Instagram-Stories. Verlinkt mich drauf. Ich weiß nicht. Ihr kennt den ganzen Hustle. Crasht unten den Daumen. Und bis dahin. Peace. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.